Herzlich willkommen in dem Video, auf das ich mich so lange gefreut habe, wo ich so viel für gearbeitet habe, dass das Video irgendwann mal Realität wird. Willkommen in meinem Streaming- und Schnittzimmer, das vielleicht ein paar von euch schon kennen, und bei der kleinen Geschichte von dem Umbau von dem Zimmer. Ja, die Wandfarbe war mir irgendwie wichtig und ich glaube, Anthrazit ist auch so ein bisschen im Trend. Aber mir ist einfach gut gefallen, auch ein Kombi mit den Bildern dann und den goldenen Rahmen. Einmal von meinem Auto, ist kein besonderes Auto, aber es ist auf dem Flugfeld, hat auch nicht jeder irgendwie. Und finde ich super geil und halt eines meiner Lieblingsfotos auf der Tuono vom Kumpel Black Forest Moto. Hier in der Ecke dann halt eine Vitrine mit all meinen Lights-Ordnern und Zeug. Habe ich bei der Pepe Lena gesehen, wollte ich unbedingt haben, denke ich mal. Also es ist eine Ikea-Vitrine, aber ich liebe das Ding. Was haben wir noch? Wir haben hier hinten, das ist so die Technik-Ecke. Unten ist irgendwie alles geladen. Es hängt alles an einem Ladegerät unten dran. Da kommt eine Zeitschaltuhr dran. Da wird es alle 3 Tage, geht es an für einen halben Tag. Das heißt, alle Akkus sind immer frisch geladen, aber es lädt nicht durchgehend, was ja auch nicht so super prall ist für die Akkus hier hinten. Sieht man dann noch so die Sachen, die ich zum Transport immer brauche, wobei ich brauche auch da schon wieder einen neuen Rucksack. Und hier am Eck hinten ist dann die Stativecke und halt, ja, hier ist mein Schnittplatz. Ihr seht, die Wand ist noch brutal kahl. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas machen. Soundpaneele, die irgendwie ein bisschen den Klang noch verbessern, wären wirklich praktisch. Ja, aber sonst im Groben und Ganzen bin ich wirklich zufrieden. Ich versuche es auch ein bisschen gemütlich einzurichten. Wobei, irgendwie gehen die dauernd drauf. Und ja, so sieht dann das YouTube-Studio aus. Nachteil ist, es ist wirklich so quasi ein, ja, wie hoch ist das? 3., 4. Stock, 3,5. Stock oder so. Und der zweite Teil, der ganz wichtig ist natürlich für mich, ist die Garage und die Werkstatt. Und da springen wir jetzt einmal hin. Die Werkstatt. Hier steht schon das Bike meiner Frau, wobei es nichts zu schrauben gibt, aber hier gibt es eigentlich alles, was man so brauchen könnte. Es gibt hier die Werkbank für alles Mögliche, sage ich mal, mit einer schönen kleinen Wand, wo die meisten Sachen auch dranhängen, die man so gebrauchen kann. Da drüben ist dann quasi Elektrowerkzeugecke, hier ein Standbohrer. Ist ein Parkside, ja, aber so oft brauche ich den nicht. Dann kann man hier eine Poliermaschine mit einem Minibandschleifer. Also so die kleinen groben Sachen, die kriegt man hier ganz gut hin. Und ich bin happy, weil sie ist, ihr habt sie gerade eben vielleicht kurz gesehen, direkt an der Garage dran. Ich kann über die Terrasse hier reinlaufen, über die überdachte Terrasse. Ich werde also nie nass werden, auch wenn es regnet. Und ich habe halt alle Sachen griffbereit. Und wenn es halt nur so Bohrer sind oder so. Ich bin super happy damit im Vergleich zu dem, wie es vielleicht früher war. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Ich bin am Überlegen, ob ich alles noch streichen soll. Ich hatte überlegt, halt die unteren Sachen hier unten dann quasi so in einem Grau oder so. Das Holz lassen von den Arbeitsplatten und schleifen. Und die Wände weiß, hätte ich gedacht, könnte ganz cool aussehen. Aber müssen wir mal schauen, wie ich so Bock habe. Und ein paar Sachen kommen halt auch noch weg. Also hier unten, diese ganzen Reifen, die kommen noch raus. Da draußen seht ihr jetzt nicht. Da muss man noch ein bisschen was umbauen im Garten. Macht man früher dann und so weiter. Und das Schöne ist, direkt hier ist eben schon die Garage. Thank you.
Alrighty, so, hier sind wir in der Garage. Ja, auch hier vielleicht kurz, was ich mir dazu gedacht habe. Klar, Garagentor musste gedämmt werden. Die Reifen hier hinten, die kommen noch raus. Ist halt so, man fährt dann rein mit dem Moped. Deswegen hängen hier in der Wand schon mal die Montageständer, weil das Moped wird hier ähnlich geparkt werden, immer wie dieses hier. Das heißt, hier brauche ich den Montageständer hoch mit dem Ding und dran arbeiten. Deswegen auch gleich hier der Werkstattwagen. Was ich auch super schön finde, ist die Beleuchtung mit den Softboxen. Ist jetzt so installiert, ich muss einfach nur hingehen, blub, blub und das war's. Und halt die Hauptbeleuchtung ist auch ein Schalter. Also die drei Schalter drücken und die Beleuchtung für ein Video passt und ich muss nichts weiter tun. Ich kann mich da hinten hinflacken, kann ein Video für euch machen, stressfrei, nichts aufbauen, fertig. Hier ist jetzt, sag ich mal, also hier neben dem Werkstattwagen und dem ersten Sessel ist bewusst ein bisschen freigelassen. Eventuell kommt da der Greenscreen wieder hin. Los, Fokus. Greenscreen wieder hin für irgendwelche Technikvideos oder so. Oder halt ein Whiteboard, habe ich mir auch schon überlegt. Dass so einfach ein bisschen besser Sachen erklären können. So, ihr wisst, ich habe einen kleinen Putzfetisch. Deswegen ist hier, oh Gott, ich stehe drauf. Ist halt einfach alles voll mit Putzsachen. Oh, ich hoffe, man kann das sehen. Alles schön geordnet von reinigen, polieren, schmieren, versiegeln. In der Reihenfolge. Genau hier soll dann quasi so die kleine Ecke sein, falls auch mal jemand kommt, ein Gast oder sowas. Ist auch noch da. Hier sind schon Boxen bestellt. Zweiter Helm kommt nach hinten. Hier wird noch ein bisschen aufgeräumt, ist klar. Hier ist mein komplettes, also das ist alles selber gebastelt aus alten Kupferrohren, die noch hier rumlagen. Mein Rack für die ganzen SW Motec Sachen, wo ich vergeblich auf Sponsoring noch warte. Ja, auch hier, ihr seht, absolut selbstverliebt auf der Tuono von meinem Kumpel das Foto und halt in diesem bisschen Industrial Style. Auch hier muss ich noch ein bisschen polieren, das sieht noch nicht so schick aus. Aber alles selber gebaut, hier unten sind dann die Schuhe und hier ist es noch ein bisschen unrühmlich, kommen dann noch, ja, noch mehr Motorradklamotten rein, weil ich einfach zu viel davon habe. Ja. Aber so ist der Plan. Dann fehlt natürlich noch irgendwie so, keine Ahnung, so ein Ölfass oder so, hier so neben mich, wo man Getränke und sowas draufstellen kann. Oder was man ein bisschen rausschieben kann für einen Livestream, weil ich auch hier Moped Show natürlich streamen will und halt während der Moped Show einfach mal hier die Füße aufs Bike legen. Wer will sowas denn nicht? Einfach gechillt. Also es ist nicht gechillt. Es hat hier gerade ungefähr minus 3 Grad. Das ist unfassbar kalt. Aber ich glaube, im Sommer könnte es echt cool werden. Und auch gerade da drüben über dem Putzregal dann, da soll dann mal ein kleiner Fernseher hin, dass man hier halt eben chillen kann, im Sommer Bierchen trinken, MotoGP. Ey, das wäre einfach ein absoluter Traum. Da habe ich richtig Bock drauf. Und wie gesagt, falls vonnöten, Werkstatt gleich da drüben. Man kann sein Moped reinschieben. Leute, ich bin unfassbar happy damit. Unfassbar happy. Ja, das war's schon mit der kleinen Roomtour. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Nächste Woche geht es weiter, glaube ich, mit einem Video zur Motorradwelt Bodensee, wo ich jetzt noch nicht weiß, was wir machen, weil es ja erst jetzt am Wochenende. Aber ich hoffe, wir treiben jede Menge Schabernack und ich kann Agli zu Sachen zwingen, auf die er gar keinen Bock hat. Hätte ich richtig Lust zu. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.